Na, also ich bin froh, dass ich heute so, ich Dich sage jetzt hinter mal dir aus, so, oder? alt, erfahren und reif bin. Okay. Und ich genieße auch den jetzigen Standpunkt. Natürlich, der Körper altert, aber der Ja. Geist gewinnt dann viel mehr Erfahrung und man ist Okay. entspannter und ist alles. Also von heute aus gesehen bin ich schon glücklich, dass ich so alt bin, wie ich bin Ja. zurzeit. Aber ich hätte wahrscheinlich alles gleich gemacht. Also ich Okay, kann alles jetzt nicht gleich. sagen. Du hast nichts falsch gemacht, von dem her. Du bereust jetzt nichts, Das sag ich jetzt weiß ich einmal. jetzt nicht, ob es Nein, ich falsch sage oder immer, nicht. du bereust jetzt nichts. Na, das auf gar keinen Okay, Fall. das ist gut. Außer vernünftigeres Training, ja, das hätte schon viel zielführender gewesen. Was heißt das? Bessere Trainer, da hättest du mir geben Na, gar sollen. nicht. Die Trainer waren top, aber einfach die Sportwissenschaft und Aha. das alles war einfach in Kinderschuhen. Man hätte ja Ja. nicht gewusst, dass man nicht 10 Kilometer jeden Tag laufen sollte als Thai-Boxer oder Aha. MMA-Kämpfer. Oder dass man einfach verschiedene Schuhe anziehen sollte oder das ganze CrossFit-Training und High-Intensity-Training, das war alles überhaupt nicht präsent. Oder heutzutage gibt es ja die Neuroathletik auch schon. Und ich glaube, auch Punkt. mehr Pausen hätte ich einlegen müssen, wirklich. Ich hatte Zwischen die schon, Kämpfe. na, zwischen den Trainings, Aha. ich hatte Ermüdungsbrüche. Das ist, Aha. wenn die Knochen vor lauter Training brechen, ja. Ah, das hast du da Ja, gehabt. genau. Und das muss nicht sein. Das war einfach nicht normal. Und deswegen habe ich Das ja heißt, du hättest alles. eigentlich 2 Schritte mal zurückgehen sollen, aber Ja, ja. genau. Also nicht einfach ständig auf 300 leben, sondern Ja. einfach einmal. Auf 80. Ja, genau. Nach dem Motto, weniger ist mehr, Ja. manchmal.